So. Okay, hier können wir uns jetzt immer Geld abholen. Polizeiuniform ist jetzt verfügbar. So, speichern wir mal ab. Okay, ich dachte, hier wäre eine Weste. Tommy, it's me, Lance. Keep your mouth shut there, Tommy, because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Hey, Tommy, man. Look, hey, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. Okay, da haben wir das jetzt auch erstmal abgeschlossen. Ja, so hoch wollte ich es gar nicht. Ich würde sagen, wir machen noch die eine Telefonmission und dann würde ich mit der Aufnahme erstmal aufhören. Ich war, glaube ich, am Flughafen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Sean, our posh suburban home must be a welcome change from that alley you were sleeping in. I really enjoy living here, but there's not enough room. Take that money right. Oh, Moment, hier gab's einen Raketenwerfer. Fällt mir gerade ein. Weil wir hier sind. Und ich glaube, ein Päckchen war hier irgendwo. Aber wo, weiß ich nicht mehr genau. Oh, nehmen wir erstmal den Raketenwerfer. Wir müssten irgendeine Waffe ersetzen. Ach so, nein, die hatten wir noch nicht. Ja. Ach, ich weiß nicht mal genau, ich dachte, hier gäbe es ein Päckchen irgendwo. Naja, egal. Ja, hier dürfen wir übrigens auch keine Waffen mit reinnehmen. Die müssen hier draußen warten. Also draußen bleiben. So, ich weiß aber, dass es hier irgendwo noch Päckchen gab. Okay, hier haben wir schon mal eins und dann war, glaube ich, nur eins in so einem. Wie nennt man diese Teile? Also hier diese. Ja, wo man ins Flugzeug steigen kann.
Okay, hier nicht. Ah, hier ist es. Okay, noch zwei Stück und dann haben wir schon wieder was freigeschaltet. Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person, retrieve the case, and take it to the location taped under the phone. Okay, hier haben sie ein Scharfschützengewehr für uns deponiert. Okay. Von daher, das fällt ja auch gar nicht auf, wenn hier einer mit dem Gewehr hier dran rumrennt. Ich glaube, die müssen sich aber erstmal treffen. Als erst nach der Übergabe. Okay. So, hier draußen sind unsere Waffen. Ah. Ja, toll, unseres Autos weg. Haben wir alle Waffen eingesammelt, Bruder? Ja. Warte mal, was ist hier? Ach, diese Schrotflinte. Ja, ich glaube, die hat wieder andere Munition. Und deswegen will ich die nicht unbedingt tauschen. Diesmal an sich geiler. Aber ich habe keine Lust, jetzt erstmal wieder bei Null anzufangen, also was Munition betrifft. Ich glaube, wir haben einen Platten. Ja. Also, fünfartige Flamethrower sind jetzt nicht allzu gut. Und das auch nicht. Kleiner, dummer Penner.
Okay, wir haben es geschafft. Warte mal. War hier oben nicht auch noch ein Päckchen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Okay. Ich dachte, ich war mir aber jetzt selber nicht sicher. Nein, der hat jetzt eine andere Maschinenpistole. Ist das dein Ernst? Ich fahre mal schnell zum Flughafen, aber ich glaube nicht, dass da meine Waffe noch da ist. Oh, das nervt gerade. Piss dich. Ich glaube nicht, dass die Waffe jetzt noch da ist. Ah, das ist doch nötig, weil ich im Flughafengebäude meine, also die Waffe eingesammelt habe. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, warte, wenn wir einmal hier sind, hier war noch ein Päckchen. Hat er die zurücklassen? Ich habe doch aber eigentlich noch mal geschaut, da war doch gar keine. Ja. Weil die wieder eine andere Munition fasst. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ja, hier ist es. Okay, eins noch. Ich glaube nicht, dass die Waffe noch da ist. Das ist zum Kotzen. Ja, fahren wir mal hier lang. Aber warte mal, hier ist auch noch ein Päckchen, das weiß ich noch. Da haben wir dann schon mal die 20 voll. Ja, hier. Okay, die Kettensäge. Ich hab gedacht, eine Bombe. Achso, das Autohaus können wir übrigens auch kaufen. Und das sind so Missionen, wo wir halt Autos suchen müssen. Das finde ich ganz cool. Also, wir holen uns mal den Raketenwerfer hier. Und da habe ich natürlich auch das erste Mal ein ganzes Weilchen gebraucht, bis ich die dann alle zusammen hatte. Weil man dann auch nicht weiß, wie die Autos aussehen. Und dann ist natürlich auch das Ding, gerade wenn du ein bestimmtes Auto suchst, dann findest du das ewig nicht. Also gerade den, das weiß ich noch genau, den Blister-Kompakt, wie lange ich den gesucht habe. Ich wusste nicht mal, wie der aussieht. Und dann siehst du dann auch gerade in dem Moment gar keine mehr von der Sorte rumfahren. Damals war das ja jetzt auch noch nicht so mit so Internet, dass du einfach mal schnell schauen kannst oder so. Ist meine Waffe noch da? Nein, ne? Ey, das ist doch echt zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. A new musical trend and a great excuse to use hairspray.
Na, ja, wisst ihr was? Wir fahren nochmal zu einem Waffenladen und tun uns dann nochmal bis aufrüsten. Oh, I can't talk. For personal dryness upstairs, it's Salivex. Wow, I can spit again. Salivex is more than saliva in a can. Ja, warte mal, ich glaube, ach nee, wir fahren zu den anderen. No more halfway cures like coating your throat. Ah, wir kommen zwar gerade von dort her, aber egal. After a night out, my tongue tasted like carpet. It was embarrassing. Now with Salivex, I can eat a whole box of crackers or lick my life partner's stamp collection all night. It's like having a salivation army in my mouth. Now I can suck up lollipop get a move as long as I want. Salivex tastes like your own saliva. That's because at Salivex's state-of-the-art production facilities, we use salivation philanthropists who make Salivex all day. Salivex, when it comes to personal dryness upstairs, we're deadly serious. Wisst ihr was, ich würde sagen, wir... Achso, ich wollte eigentlich noch die Kohle dann einsammeln. Ne, wir warten dann hier vorne abspeichern bei den anderen Unterschlupf. Da können wir dann erstmal diese andere Mission dann machen hier mit dem Totenkopf von der Band. Wie hieß denn mal Twife Chef oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hätte eigentlich gerne eine Maschinenpistole. Ja, nehmen wir hier mal Vesta. Ach so, das ist doch... Ja, okay. Nehmen wir erstmal die. Oh, ich habe schon wieder ganz schön Geld rausgehauen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel die kostet. Das ist natürlich nicht so schön. Egal. Ah, das ist ja auch noch die, wo man nicht laufen, die man nicht während des Laufens bedient, also abfeuern können. Oh, das war jetzt schlecht. Okay, wir speichern das jetzt ab. Ich tue das gleich alle beide Speicherstände überschreiben. Nee, aber alles wegen diesem Kack, ey, weil wegen den Flughafen-Gedöns. Das ärgert mich schon gerade. Und jetzt auch noch so viel Geld rausgehauen für die Waffe, die eigentlich nicht so geil ist, also die ich jetzt nicht so geil finde. Ja. Gut, Freunde, ich werde die Aufnahme jetzt erstmal beenden für heute. Wir können ja mal in der Statistik schauen, wie viel wir geschafft haben. Statistik. Ah, hier bist du. Okay, 21% und begonnene Mission 25. Ich weiß gar nicht, wie viel wir zuletzt hatten, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Ich glaube, wir hatten 10 Missionen gehabt, oder? Ja, also sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Wir haben jetzt insgesamt 20 Päckchen. Ja. Was ich als nächstes mache, ich weiß nicht, auf einer Seite würde ich schon gerne erstmal diese Mission weg haben. Auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne Filialen kaufen und die ausbauen, damit wir dann halt immer wieder Geld abholen können. Also, ja, ich weiß noch nicht, das entscheide ich dann spontan beim nächsten Mal. Aber ich tendiere mal dazu, dass wir dann schon mal irgendwelche Filialen kaufen. Also ja, zum Beispiel das Filmstudio oder so. Also das, gerade das mag ich auch von Missionen her oder halt... die Eisdiele, also ja, dieses Eisgedöns, ja. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Mal. Okay, ciao.